Hallo Leute, wir kommen wieder zurück. Diesmal habe ich neue Freunde kennengelernt und wir werden mit denen jetzt ein paar Spiele spielen. Beginnen wir mal. Wir haben die Großen gegen Kleinen gemacht, aber leider haben die Kleinen verloren. Und wolltest du wissen warum? Weil diese alle, die hatten keine Disziplin. Okay. Weil wir ja klein sind und die Kleinen sind nicht so stark wie die Großen. Ich wollte genau dasselbe sagen wie du. Ja, sagst du einfach. Ich bin halt klein und ich bin halt nicht stark. Wir Großen waren stärker, weil Kleine haben nicht so Kraft. Und am meisten sind Mädchen klug, aber Buben. Aber es kann auch verschieden sein. Mädchen können stark, Buben können klug, aber am meisten sind Buben stärker. Und Mädchen kluge. Ja, und sag's. Ich war. Nächstes Spiel. Und jetzt kommt das nächste Spiel. Schau mal. Schau mal, wer gewinnen wird. Tschüss. Ich werde das betreten. Das kann doch nicht so schwer sein, darüber zu kommen. Nein, ich will nicht. Ich will nicht gewinnen. Oh, ja. Wieso essen sie nicht normale Dinge? Nein, sogar nicht. Alex! Nein! Mehr! Geh wieder raus, Alex! Wieso das denn das nicht meine Lieblings? Bring doch hinein! Nein! Alex! Aber ich will wirklich das Schwimmen mit dir! Ja, warum? Lass auf! Nein, pass auf! Kommt her, sonst wird irgendjemand. Ich heiße Enes-Can Öztürk und ich glaube, wir kriegen noch Spaß und ja, so viel. Ich heiße Yiğitan Arslan und das Spiel wird uns Spaß machen und wir werden gesund sein. So. Hallo, ich heiße Alex, ja Alexander, und ich wünsche dir, dass es hier aufgetaucht. Hallo, ich bin Antonia Harig und ich wünsche dir, seid ihr hergetaucht, um das Video anzuschauen und mit Sport zu machen und Spaß zu haben. Nächster. Hallo, ich heiße Leila Tokic und es macht immer Spaß, Spiele zu spielen. Tschüss. Tschüss. Ja. Hallo, jetzt kommt die zweite Runde. Die Mädchen gegen Jungs. Jetzt schauen wir mal an. Wer glaubt, sie wird gewinnen, Mädchen? Ich. Ich auch. Wer glaubt, sie wird gewinnen, Jungs? Das ist unentschieden. Es gibt nur eine Lösung, um das zu klären. Das heißt Krieg! Das heißt zu spielen. Okay.
Und was glaubst du, wer wird gewinnen? Das Gleiche, das passt schon. Gewinnst du? Ja. Das Gleiche. Das Gleiche also, okay. Beginnen wir mal mit dem ersten Spiel. Los geht's. Macht euch bereit. Eins, zwei, drei, los! Stärker Jungs, Katja! Ich glaube, die Mädchen haben gewonnen, oder? Und du, Nadine? Wer glaubt, sie hat gewonnen? Ich, wir haben gewonnen. Wie soll ich das sagen, bitte? Ich sage, Mädchen haben gewonnen. Ja, weil die waren schon gestehen, aber Buben sind gefallen. Fast waren sie schon Strich mehr weit. Mädchen haben gewonnen. Die Buben waren nur so stehen. So, fertig. Macht nichts, aber wenn ihr wollt ihr eine Revanche? Ja. Ja. Noch eine. Ja, noch eine. Noch eine. Der hat Gangster, Mann. Okay, dann los geht's. Macht euch wieder bereit. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt tauschen. Nein. Okay, macht euch bereit. Noch nicht, das beginnt noch nicht. Noch nicht. Macht euch bereit, noch nicht beginnen. Es beginnt in 3, 2, 1, los! Was sehen wir da? Die Mädchen schaffen es! Und schon wieder gewinnen die Mädchen. 2-0 für Mädchen, Jungs verlieren leider. Unentschieden. Das war ein Unentschieden. Ich alleine. Hallo liebe Leute, Groß gegen Groß. Und jetzt hätte ich bitte ein Aufwärmen bitte und eine gescheite Reihe. Ja, und seid ihr alle bereit? Eins, zwei, drei und Ramon geht auf dich! Oh nein, was soll das? Der Typ mit den blonden Haaren, der stürzt nach hinten und der Finger runter und er hat nach hinten gezogen. Schwarze Haaren, der zieht nach hinten und der von der Frigane er schafft es und der macht es, die Hände zusammen und der Schwarze gewinnt, der Strich! Wie zur ganzen Welt hast du gewonnen? Weiß ich nicht. Wie hast du verloren? Er war stärker, fertig. Ja, und das sieht man dran dir. Ja, tschüss. Und jetzt. Wer wird gewinnen? Verliere gegen einen Neuen. Alle bereit aufwärmen, bitte! Hallo?
Ist das zu aufregend denn? Alle bereit? 3, 2, 1. Die Revolt beginnt! Oh, der Afrikaner gewinnt und er sieht da hinten. Oh. Das war ein Knall. Das war ein echter Knall. Knall! Fragst du schneller. Hallo, wie hast du verloren? Ich weiß nicht. Wofür hast du gewonnen? Weil ich stark war. Wofür? Ja. Wegen Training. Ja, danke. Das reicht. Hallo, jetzt Gewinner gegen Gewinner. Und das beginnt spät. Ein bisschen gleich. Und alle bereit? Ja. Ich will ein Ja. 3, 2, 1, los! Und da. Los, noch da in der Reihe, bitte. Und die gewinnen und die, und der gewinnt und gewinnt. Hallo, und jetzt ist wieder ein 2-1. Und alle bereit aufwärmen. Drei, zwei, eins. Los! Und der sieht er verloren. Danke. Hier steht ein 1-2. Wieso bist du zweiter Platz? Ja, meine Hände sind... Es tut sehr weh. Weiß ich nicht. Dauert. Ja, zusammengeknickst all. Ja, und jetzt beginnt das zweite Spiel. Ich muss gehen. Hallo, ich bin Alexander Harig mit Antonio und Lolli. Und wir spielen gerade Fangen und haben sehr viel Spaß. Tschüss. Jetzt beginnt das zweite Spiel. Okay, bereit machen? Okay, und es beginnt in 1, 2, 3 und es beginnt. Wieso hast du verloren? Du bist größer als er. Ich hab gewonnen. Du hast verloren. Wer jetzt hat gewonnen oder verloren? Du hast gewonnen. Und bereit machen? Nicht so nah. Ein bisschen zurück. So ist gut, Alex. Ein bisschen zurück. Ja, gut. Und in 1, 2, 3. Und es beginnt. Wieso hast du gewonnen?
Ja, aber ich weiß nicht. Du bist ja größer als er, also hast du gewonnen. Wieso hast du verloren? Ich weiß nicht. Okay, danke. Und das nächste Spiel beginnt gleich. Tschüss. Hallo, wir spielen Blinde Kuh, ein neues Spiel. Und es beginnt. Wir machen jetzt einen Kreis. Zu spät? Ja. Ja. Wir schließen jetzt einen Kreis. Und das Spiel beginnt in 3, 2, 1 und wir schließen den Kreis. Auf 1, 2, 3. Hallo, klatschen, bitte, hallo. Und der Fänger verliert den positiv. Und er geht wieder in die Mitte und schließt auf. Und jetzt gefangenen Bubli. Hallo, du hast einen Bubli gefangen. Ja, und hallo, blinde Kuh, da ist eine gefangen. Wie? Wieso bist du gerade blinde? Ja, ich bin gefangen geworden. Ja, hat mir gelingt. Ja, nächstes Spiel geht an die blinde Kuh. Daniel, gell? Daniel, gell? Los, wir schließen den Kreis. Das Spiel beginnt in 1 und 1, 2, 3. Und das Spiel beginnt. Und bitte die Moderation. Da bitte. Django. Oh, da war gefangen. Und er hat ihn gefangen. Die blinde Kuh. Bubi hat ihn gefangen. Ja, er hat ihn gefangen. Das ist sehr gut für deine Nerven. Da macht man sehr viel Sport. Das ist ein gutes Spiel. Für YouTube. YouTube. Für die blinde Kuh. Hallo, jetzt sind wir bei der blinde Kuh. Wir spielen und es geht an die blinde Kuh. Das Spiel beginnt in 3, 2, 1. Los, und bitte klatschen. Eins. Klatschen. Hallo, ja. Hallo, bitte fangen, bitte. Hände ausstrecken. Und er fürchtet sich. Und der Bubi hat den Mäler gefangen. Und gefangen. Das Turnier von der blinde Kuh. Ja. Oh, wo ist denn deine Kappe? Agakadabra Simsel Bim. Hab deine Kappe. Zieh sie bitte so an, das ist so eine gute Ernährung. Okay, jetzt. Du bist leider krank, du musst dich anziehen, du bist blind. Hallo, er ist jetzt die blinde Kuh. Bitte Disziplin! Hallo! Alex, du sollst doch sagen, du heißt.
gegangen und mein Bruder Alex, der will mich gerade fangen. Und mein Bruder Loro. Und deswegen bin ich jetzt stehen geblieben oder kommt jetzt und ich muss hier rein. Okay, das Spiel beginnt in 3, 2, 1 und Disziplin. Klatschen, klatschen, klatschen. Hallo. Klatschen. Genau, genau, genau. Genau, genau, genau. Und die Hände ausstrecken da, bitte. Reichen. Bubi, du feierst und. Ja, Und. Hallo, hallo, mit der Haut. Kein Flaschen da. Okay, los, los. Er rennt in die blinde Kurrent. Hey, Talos. Jeder ausstrecken. Ja, Hände. Wuhu. Hier. Jetzt ist die Leila in der die blinde Kuh und gleich wird die Runde beginnen. Während Antonia die Mischbande, ja keine Ahnung, macht einen Kreis, denn das Spiel beginnt gleich. Das Spiel beginnt in 3, 2, 1. Los geht's. Die Leila sucht weiter. Und sie hat jemanden gefangen. Aber wurde schon leider gefangen. Deswegen gilt das nicht. Und sie hat jemanden gefangen. Aber es gilt auch nicht. Oh, da wird jemand hinterhergelaufen. Oh. Sie wurde schon wieder gefangen. Und er wurde gefangen. Hallo Leute, wir kommen wieder zurück. Diesmal werden wir Verstecken plus Fangen spielen. Also das ist wie beim Verstecken, aber du kannst dich überall bewegen und so. Und ich muss die erst fangen. Dass ich gewonnen habe. Also ich werde bis 30 zählen und die können dann weglaufen und sich verstecken. Beginnen wir. Versteckt euch mal. Versteckt euch und ich zähle bis 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Ich komme, versteckt ihr euch oder nicht? Aber da oben mein Auge. Jetzt, wo könnten die sein? Zack, hab dich gefunden. Komm her. Ja. Hab dich. Ja, geschaut. Erst, was ist? Da, 2, 1, streich.
Hab dich! Wo ist André hinge? Da ist er. Der Kerl hat sich weggelaufen. Geschafft. Jetzt suchen, weiter suchen. Was ich denn dann höre? Ist da jemand? Hallo? Dich, Alex. Ich muss Ihnen das sagen. Ich glaube, da ist sonst niemand. Das hier! Hab dich! Na, wo ist ich denn da? Ach, Tante. Hab dich. Ich glaube, ich habe alle gefangen. Nein, das warst du nicht, Antonia. Ich habe alle gefangen. Ja. Jetzt werde ich schnell Wasser trinken und das Video ist jetzt hier zu Ende und ich habe geschafft, alle zu fangen. Danke fürs Zuschauen und lasst einen Like da und schreibt noch Kommentare und bitte vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr neu seid. Und tschüss! Ja, bitte! Die Hallo Leute, heute ist ein sehr schöner Tag mit Freunden zu spielen, draußen rausgehen. Denn heute werden wir ein paar Kinder fragen, ob sie mitspielen wollen bei einem Spiel. Das werdet ihr im Video sehen. Und währenddessen baue ich gerade noch eine Sandburg. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wer mitmachen will. Und da wird auch die Telefonnummer stehen. Hier steht sie. Plus. Wasser holen. Ja, tschüss. 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 Wenn ihr solche Videos noch mehr willst, abonniert und liked und schreibt zu Kommentare. Ja, ciao. Tschüss. Bis nächstes Video. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wer mitmachen will. Und da wird auch die Telefonnummer stehen. Hier steht sie. Plus. Oh Gott, es gibt so eine Laufe.